Ich begrüße euch zu dem Video. Ich will euch heute was über Holster erzählen. Das geht in der einen Seite um das Sammeln von Holstern, auf der anderen Seite aber auch um die praktische Anwendung davon. Ich habe größtenteils hier Behördenholster liegen und aber auch ein paar zivile für Jäger und ähnliches. Die beiden habe ich hier gleich mal hingelegt, um die Entwicklung der Behördenholster zu zeigen. Das Moderne lege ich jetzt mal wieder weg und dann schnappe ich mir ein Buch und zeige euch da was. Es gibt die Nachdrucke der alten Stubenbrock-Kataloge. Da gibt es natürlich auch die Originalkataloge, aber da habe ich keinen. Und die zeigen, was früher überhaupt auf dem Markt war. Und wenn man jetzt mal hierher schaut, der Katalog, der ist vom Anfang, also der ist 1912, ist der etwa. Und das waren so ziemlich alle Holster, die da überhaupt drin waren. Und die haben so einen komischen Klippverschluss, wie bei Damenhandtaschen. Aus heutiger Sicht ist das sehr kurios. Damals wurden die Pistolen größtenteils einfach in der Hosentasche getragen. Also auch zum Beispiel Polizeibeamte im Kaiserreich hatten die Pistole einfach in der Hosentasche. Zum Beispiel ihre Mauser 1914. Der Katalog ist jetzt ein paar Jahre älter. Da sieht man auch noch diese komischen Klippverschlüsse. Und hier sind Holster zum Umhängen. Die hat man sich über die Schulter gehängt, teilweise dann am Gürtel noch befestigt. Und hier sieht man schon so eine Verschlusslasche, einen Deckel drüber und eine Verschlusslasche. Hier mit Ersatzmagazin, hier ohne. Und das kommt dann schon eher dem nahe, was wir so allgemein kennen. Das Holster hier ist das, was man als Witwenmacher bezeichnet hat. Das ist am Koppel befestigt worden und ist hier ganz schlimm rumgebaumelt und hat geklappert. Das ist wirklich schwer vorzustellen, was man sich dabei gedacht hat damals. Der Sinn war, dass es am Leibriemen befestigt wurde. Der wurde auch oft eben um die Schulter gelegt und dann um den Bauch rum, also oder beziehungsweise um die Hüfte. Und an diesen Verbindungshaken ist der aus der Jackentasche rausgelegt worden. Und das Pistolenholster hing dann außen an der Jackentasche. Und wenn man dann an die Pistole kommen wollte, musste man erstens diesen Riemen hier lösen vom Druckknopf, die Klappe aufmachen, reingreifen und die Pistole rausholen. Das hat natürlich zwei Hände gebraucht und war wahnsinnig langsam. Das ist eigentlich auch ein interessantes Sammlerstück, was ich hier habe. Eigentum der Sicherheitswache Wien. Bei diesen alten Holstern, hier sieht man, hier sind alte Nähte. Darin erkennt man gleich, dass das mal umgebaut wurde. Das war früher entweder für eine ganz andere Waffe bestimmt oder für eine andere Trageweise. Und diese Umbauten, die hat nicht der einzelne Polizist vorgenommen, sondern die sind wirklich regulär gemacht worden nach Dienstvorschrift. Das Sicherheitswachenholster hat mir ein Freund geschenkt, der Wehrmachtsholster sammelt. Der wird das Video sicher dann auch mal gucken. Grüße an dich. Gehen raus. Genau. Das ist ein Pistolenholster, ein Polizeiholster aus Stockholm und ist die ganz klassische Form, wie es dann auch wahnsinnig viele in der kaiserlichen Armee gab oder in der Wehrmacht und darüber hinaus auch. Die sind dann nach dem Zweiten Weltkrieg sogar von Franconia an Jäger verkauft worden. Diese Bauweise hat sich sehr lange gehalten. Ersatzmagazin dran. Bei den großen Armeeholstern waren dann teilweise auch noch Befestigungen für Werkzeug oder Putzzeug mit dran. Wenn man bedenkt, wie modern zum Beispiel die Walther PP war, die 1928, 1929 auf den Markt gekommen ist und wie rückständig dann diese Holster waren, also die Entwicklung der Holster hat immer hinterhergehängt bei den Behörden. Das nächste Holster, das werden vermutlich einige sogar noch kennen, das ist das Bundeswehr P1 Holster. Ist auch gestempelt vom Bundesministerium der Verteidigung.
Sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Wenn man gemein ist, könnte man sagen, ähnlich rückständig. Es hat aber einen großen Vorteil. Das Koppel vom Soldaten hing relativ hoch. Das ist hier reingekommen. Und wenn der Soldat seinen Holster geöffnet hat, ist es runtergerutscht. An diesen Riemen, die hat es ermöglicht, dass das Holster nach unten rutscht und der Soldat es von weiter unten ziehen konnte, was wesentlich praktischer und besser war. Hier drin haben sich dann auch die Soldaten oft gerne verewigt. Bei den polizeilichen, also bei den zivilen Behörden, gab es auch ähnliche Weiterentwicklungen dann. Und die sind dann nach dem Krieg verwendet worden, bis zu den großen Polizeireformen. Anfang der 70er Jahre kamen die großen Polizeireformen und der RAF-Terrorismus. Dann sind Pistolen in Dienstpistolen 9 mm mal 19 eingeführt worden und mit denen dann auch neue Holster. Was viele im Zivilen nicht kennen, ist, dass die Polizei dann meistens in zwei Holsterarten unterschieden hat. Ich lege das mal weg. Das ist für eine verdeckte Trageweise hauptsächlich vorgesehen. War die Behörden, also die Polizei vornehmlich, aber auch Zoll, die haben unterschieden in lange und kurze Holster. Das ist ein langes Holster, das ist ein kurzes Holster. Diese kurzen Holster sind einfach am Hosengürtel befestigt worden. Das ist mit BYP gestempelt für Bayerische Polizei. Wenn BY-LP da steht, ist Bayerische Landpolizei vor den Polizeireformen. Ich habe hier hauptsächlich bayerische und nordrhein-westfälische Pistolenholster liegen von der Polizei. Und die langen Holster, die waren wieder dafür vorgesehen, dass man sie durch die Jacken durchführt. Am Hosengürtel befestigt worden, das ist dann durch die Jackentasche durchgeführt worden und dann hing das außen. Manche sagen, dass das nennt man ein Pendelstegholster, weil es den Steg nach unten hat und daran pendeln kann. Hier sind Druckknöpfe, da kann man das lösen und dann ist das Holster beweglich. Was ich jetzt aber sagen wollte, ist, dass das kein Witwenmacher-Holster ist, wie es oft gesagt wird. Das war sogar ein topmodernes Holster für die damalige Zeit. Das hat Funktionen gehabt, die man dann eigentlich viel später eigentlich erst erwarten würde. Der Sinn von dem Pendelsteg ist eben, dass man das, wenn man im Auto sitzt, losklippen konnte und sich drehen konnte. Und dann hat man sich ins Auto setzen können. Wenn man ausgestiegen ist, hat man sich es wieder festgedrückt. Und dann steht es einem modernen Kydex-Holster nicht viel nach. Die Pistole sitzt sehr tief, das ist wirklich ein Tiefziehholster und man kann die Pistole von einer viel besseren Position ziehen. Dazu kommt eine Funktion, dass man den Ziehwiderstand der Beamte den selber einstellen konnte. Die Pistole konnte so nicht rausgerissen, ihm entrissen werden. Wenn er den ersten Knopf löst, dann konnte er aber die Pistole rausziehen, also selber einfach nur ziehen. Wenn er beide Druckknöpfe zu hat, dann konnte man die nicht einfach ziehen und ihm auch nicht entreißen. Es war also eigentlich eine sehr gute Sache damals. Auch das Holster ist von der bayerischen Polizei gestempelt. Diese Holster bekommt man sehr, sehr günstig auf dem Sammlermarkt und ich denke, die werden auch total unterschätzt zum Sammeln. Ich finde die relativ interessant. Die haben dann auch Funktionen, die viele nicht kennen. Dieser Druckknopf ist ein bisschen komisch geformt. Das hat auch den Hintergrund, dass man den Ziehwiderstand selber einstellen kann. Das ist der leichte Ziehwiderstand, wo man die Waffe rausreißen kann. Und wenn man das Holster so rumschließt, den äußeren Druckknopf benutzt, dann ist der Ziehwiderstand viel höher. Und dann muss man erst mit dem Daumen es öffnen, bevor man die Pistole rausziehen kann. Also da steckt mehr dahinter, als man im ersten Moment denkt. Das ist ein Walther P5 Holster. Da kann man nur ganz schwer lesen. Die 5 kann man sehen, davor steht ein P. Höppner und Schumann hergestellt, 1988. Das Holster ist so ramponiert, weil das habe ich tatsächlich verwendet.
Ich habe es in meinem Blog ja schon öfter erwähnt, dass ich Waffenscheininhaber bin. Da habe ich dieses Holster hier wirklich verwendet. Es hat relativ gut funktioniert, auch obwohl ich keine P5 drin hatte. Und diese Holster sind natürlich alle für die P5, die P6 und die P7. Ist auch ein klassisches Holster aus genau dieser Zeit. Ein weiteres Holster, was ich sehr interessant finde, ist ein Universalholster. Da müsste ich jetzt meine Bücher durchgehen, von wem das genau, von welcher Behörde das genau war. Das ist ziemlich sicher an die Kriminalpolizei ausgegeben worden. Sieht auf den ersten Blick eigentlich auch relativ unspektakulär aus. Mir sind leider hier, ist der Druckknopf mir abgefallen. Der hat den Geist aufgegeben. Das hat dieselbe Funktion, dass man es auf zwei Arten schließen konnte. Das konnte aber noch mehr. Man hat hier den Gürtel durchführen können oder hier. Und so hat man dann den Ziehwiderstand einstellen können. Nicht Ziehwiderstand, den Ziehwinkel. Und hier ist eine Ausbuchtung für einen Magazinlöseknopf. Das hat den Sinn, wenn die Pistole da drin steckt, wenn ich es mir so angucke, P7 wird es nicht sein. P5 wird ziemlich sicher für die Sig Sauer P6 sein, gewesen sein. Der ist dafür da, dass man während dem Tragen nicht den Magazinlöseknopf betätigt aus Versehen und dann das Magazin verliert. Und wenn man wirklich eine Waffe führt und trägt, dann ist das ja eine viel größere Gefahr, dass man die Waffe oder das Magazin verliert, wie dass man sie nicht schnell genug im Notfall ziehen kann. Weil es wird immer über schnelle Ziehzeiten und so weiter geredet. Aber im Alltag sind dann andere Sachen viel wichtiger. 1985 ist das Holster hergestellt worden. Das Holster konnte aber noch mehr. Das ist die Aufhängung für ein Schulterholstersystem, für eine Tragespinne. Da konnte man sich das in horizontaler Trageweise unter den Arm hängen. Unten ist eine Kunststoffschiene drin. Jetzt müssten wir es einigermaßen sehen können. Die hat den Hintergrund, dass die Visierung da drauf läuft und nicht hängen bleibt. Und damit ist die Entwicklung natürlich schon einiges weitergegangen mit diesen Holstern. Und danach folgten dann die Kunststoffholster. Ja, das hängt jetzt hier noch an dem Gürtel dran. Das ist von der nordrhein-westfälischen Polizei für eine Walter P99. Ich habe das mal für eine andere Pistole verwendet und die hat dann wirklich reingepasst, als ich diesen Block, hier ist ein Block drin gewesen mit der Schraube befestigt, als ich den entfernt hatte, hat dann meine Pistole reingepasst. Das ist eins der ersten Holster aus Kunststoff. 2005, Albrecht Kind. Das müsste für eine Walter P5 gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und jetzt ist es in der Position, dass man die Pistole auch einfach rausziehen kann. Und hier ist eine zusätzliche Lasche. Wenn man das schließt, dann geht die Pistole nicht raus. Ein ganz großes Thema natürlich für für behördliche Waffenträger. Man kann das aufmachen und kann sie rausreißen. Und wenn man mit einem schnellen Einsatz der Waffe rechnet, dann macht man das einfach auf und trägt die Pistole so. Und rausfallen kann sie einem dann trotzdem nicht. Genau, ansonsten ist es komplett aus Kunststoff. Vernietet eigentlich auch alles, ist nicht komplett aus Kunststoff, hat hier diese Lederteile, aber der Körper ist aus Kunststoff. Bewährt haben die sich durchaus im Behördeneinsatz. Aber die Wegnahmesicherung wurde immer wichtiger. Und dann kamen derartige Holster auf den Markt. Und die werden bis heute verwendet. Genau hier steht's. NRW Walter. Nordrhein-Westfalen und das war für die P99. Und das hat auch eine doppelte Sicherung. Einen Daumen runtergedrückt, nach vorne geschoben. Und
Das hält den Verschluss von der Pistole fest. Und hier ist noch ein zusätzlicher Hebel. Der greift ins Auswurffenster ein. Als zweite Sicherung muss man das reindrücken, nach hinten drücken und dann kann man die Pistole rausnehmen. Das ist auch der heutige Stand der Technik. Hier steht 09, das wird vermutlich 2009 hergestellt worden sein. Das könnte stimmen. So, jetzt geht das Video schon eine Viertelstunde. Ich mache jetzt mal eine Pause und die anderen Videos kommen dann in einem weiteren Video. Macht's gut und bis demnächst.